Links versetzt. Destiny ist Aber okay, er wenn man es spielt mag. Dizzy. Mir persönlich gefällt es einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich komm nicht drauf. Besser an der Mauer? Hinterm Busch? Ich? Ah, das bist du. Ich hummel auf das jetzt mal auf meiner Seite. Ganz hinten übers ich hab Feld. Tür aufgemacht. Übers Feld, wo wir gerade kommen, läuft einer. Wo wir gerade hergekommen sind, auf dem Feld. Also hinterm Berg noch. Wenn ich jetzt auf den Berg gucke, rechts davon läuft gerade okay. jemand. Okay, also wo wir genau daneben hergekommen genau, sind. Genauso wie wir gelaufen sind, ist der jetzt ja, gerade gelaufen. Pass auf, Anni, nicht, dass dann gleich jemand auf den Berg kommt. Da ist nämlich einer ich gelaufen. Bin jetzt. Ich hab Tür aufgemacht, ja, bin gerade innerhalb. Bin bei dem einen Gebäude da, bei den Eingangsdings, ne? Er ist übers Feld gerannt. Wie nah war der schon am Berg? Schwer zu sagen, vielleicht 10 Meter vom Berg weg. Also ich hab ihn. Warte mal, du bist jetzt. Wer läuft den Berg gerade runter? Ist das Anni? Ich. Okay. Und was auf der linken, wo läuft er runter gerade? Ah, da, okay. Der läuft also links von Anni jetzt da hinten. Busch, genau. Ja? Links von Anni, da lief einer nach hinten. Der geht bestimmt von hinten auf den Berg. Dann verzieht euch mal von dem Berg, dass ihr nicht mehr gesehen werdet von da. Ich bin jetzt innerhalb der Hendrik, da wo du am Tor warst, an der Ecke, das bin ich, Anni, hinter dir. Wer läuft denn da jetzt? Ja, das bin ich. Ja. Also das bist jetzt du, der... Also ich bin Ecke. Im... Ja, und das genau. ist Anni. Genau. Ah, könnt, wenn ihr den Eingang beobachtet, dann guck ich mal wegen rein, ne? Nicht, dass... Da ja, wollen wir nicht über den Berg beobachten? Wenn der auch bis wenn zum ich Berg jetzt Third-Person nutze hier, ne? Irgendwie mag ich es, aber irgendwie mag ich es auch nicht. First Person ist immer die Stimmung nur noch besser. Ja, aber Third Person ist immer ein Bestandteil des Spiels und du bist dumm, wenn du es nicht tust. Dann musst, sonst musst du First Person Server spielen. Ab und zu spiele ich schon. Muss ich Lust drauf haben. Hendrik, soll ich mal in die Todesecke? Da, wo du die Leute mit dem roten Barett alle gekillt hast? Bist du, glaube ich, relativ Folge? Sicher momentan. Die Folge war wirklich einer der besten, finde ich. Na, die haben wir halt als Team relativ gut auseinandergenommen. Die haben wir euch nicht viel gemacht. Ich gehe jetzt rein, an der Seite, durch die Mauer. Da wo eine Ecke war, ist, ne, das sind wir alle, ne? Ich bin auch gerade hinter euch. Leute, wir stehen jetzt in diesem Busch hier. Da kommt wer, da, wer der rennt drin? Wer rennt drin? Beim Prissen raus? Ja, das ist einer beim Prissen raus? Rennt zur Baracke? Hier kommt auch einer vom Berg aus hinten. Kommt er zum blauen Seite. Tor? Ganz ruhig. Ja, da kommt. Warte, warte, der ist. Steht jetzt hier. Der läuft jetzt bei mir genau auf 12 Uhr. Der, wo gerade rauskrabbelt, ne? Wer ist denn, der in den Busch da steht? Weiß nicht, mit wem du redest. Einer mit dem grünen Barett ist gerade rausgekrabbelt, ne? Ja, das war ich. Ja. Aber einer war gerade auch innen. Innen. Der ist aus dem Prison rausgerannt. So Richtung Baracken. Nicht. Und meiner liegt jetzt auf dem Feld. Der hat sich gerade hingelegt. Welches Feld? Du siehst jetzt, wo ich stehe, oder? Der jetzt da gegenüber von mir steht. Wenn wir auf den Berg gucken, links Hendrik, ich, da ist Anni und Andreas sind gemeinsam. Hier stand eben einer, wo ich jetzt bin. Hier stand noch einer. 5 Meter rechts davon, mitten auf dem Feld. Liegt da. Also okay, ah, der Strommast. Okay, Leute, der ist direkt vor mir. Der ist ja direkt vor mir, der Strommast. Da liegt er auf. Ja, er ist genau hinterm Strommast jetzt, ein Stück links davon, wie er da rauf gucken. Er bewegt sich krabbelnderweise links weiter. Anni? Ist noch innerhalb. Kannst du mitten wegen reingucken, weil da habe ich einen gesehen gehabt. Der ist vom Prison aus halt so dahin gelaufen, wo ich gerade hinziehe, so. Du machst doch hier Backbewegung. Moment. Ich lauf gerade die Straße hoch. Behalt mal den Typ im Auge, der da hinten jetzt an dem Mast da läuft. Ich hab gesehen, der Typ, der aus dem Prison gelaufen ist. Der ist ja von jetzt aus, von uns aus gesehen, so rechts schräg zu den Baracken, ne? Ja, da ungefähr ist er auch hingelaufen. Ich hätte ihn ja abgeknallt, aber der andere, der im Busch neben mir war, der hat mich irgendwie irritiert. Der ist aber auch weg. Ich weiß, ob das Hendrik war, der hat aber kein grünes Ding aufgehabt. Ich war an keiner Baracke. Warst du auch im Prison da, drin gewesen? Wo die anderen zwei ich war nicht im Prison. Ich war nicht in einer Baracke, einer an einer Baracke. Dann ist noch einer Inside, Anni. Dann guck mal hier ein bisschen bitte mit. Und Andrea, ich guck bestimmt... doch die ganze Zeit. Ich gucke auf dem Feld noch, ob ich den nochmal kriechen sehe. Der ist da hundertprozentig da, wo der Strommast ist.
5 Meter nach links. Ich sehe genau, der hockt da in den Busch, der weiß auch, dass wir hier sind. Der weiß ganz genau, dass wir da sind. Der hat sich da sofort hingelegt. Ich sehe die Strommasten, aber ich sehe den nicht. Wenn du auf den Berg guckst, dann ist ja gleich der erste Strommast links. Und davon links stehen nochmal Büsche. Und da muss der genau davor oder da drinnen sitzen. Genau da ist er. Das ist so ein großer roter Baum, ne? Ein großer roter buschiger Baum. Ja, der. Ich muss erstmal zur Ruhe kommen. Ah, jetzt, er krabbelt weiter auf dem Feld. Ja, er kriecht weiter. Ist jetzt genau, wie ich gucke, an die auf 11 Uhr bei mir. Ich sehe ihn, ja. Soll ich hier mal eine Granate hinwerfen? Kannst du versuchen, wenn du so weit bist. Der kommt jetzt rangekrabbelt, Hendrik. Der ich werf da mal eine Granate. Warte mal, ich muss immer eine Granate. Ich sehe das von hier aus nicht, keine Ahnung. Der liegt genauso, als wüsste der genau, dass wir dahinter sind, ey. Er hat da am Gefängnis, ist gerade einer gerannt. Am Gefängnis. Was? Anni, mach du da deins, wir gucken da. Ja, pass bitte auf, ich schmeiß die Granate. Ja, wo genau am Gefängnis? Er ist zum Gefängnis gerade gerannt. Ja, jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn, jetzt weiß ich, was ihr meint. Boah, zwei Fronten, das ist. Ich schieß gleich auf ihn. Granate ist geflogen. Hat's den erwischt? Ja, jetzt, ich treffe ihn gerade, er blutet. Er müsste jetzt, glaube ich, K.O. sein. Ich sehe den, am Panzer, Welcher Panzer, der draußen? Innerhalb. Okay, Todesecke so gesehen. Der ist am Panzer, ich glaube, der guckt mit Third Person rüber. Ist der Typ tot? Egal, auf dem Riesel- Der auf offenem Feld kann ich nicht sagen, der ist ohnmächtig. Ich tu mich mal muten und mal mit dem reden. Oh, der rennt jetzt weg. Zum er Berg? In der Garage, er ist in der Garage. Welche Garage? Vom Pissen. Achso, okay, ich weiß, was du meinst. Nee, da ist noch einer am Ding. Wer schießt? Ich schieße. Du wurdest getroffen. Sicherheit. Zieht euch sonst mal ein bisschen zurück. Er steht am Panzer. Am Panzer ist einer und direkt am Prison, das sind zwei Leute. Okay, ich komm mal zum Panzer. Innerhalb ist am Panzer, der zielt. Was ist denn mit dem Typ, der ist jetzt in Deckung gegangen. Der Feld ist tot oder ohnmächtig. Ich kann nur nicht bestätigen, ob er wirklich tot ist, aber er liegt auf jeden Fall down. Kann auch sein, dass er nochmal aufsteht. Er kommt. Wow. Er ist tot, da oder ist conscious, er ist conscious, ich muss ihn bandagieren. Der nächste mit M4. Erster conscious auf jeden Fall. Wer ist das in diesem Haus neben dem blauen Tor? Ist das einer von uns? Nein, ist tot. Es ist mittendrin. Nee, grünes Ding. Und auch da steht einer mitten auf dem Feld. Das bin ich. Okay. Grünes Barett, das bin ich. Ja, sind ich die jetzt an anderen beiden kann. Tot? Die sind innerhalb, es sind zwei Stück, einer ist jetzt tot. Achso, ist einer aber noch beim Leben. Den hab ich gerade in den Kopf geschossen. Ich tue jetzt den Typen nochmal double checken, der auch offen auf dem Feld ist. Ist da nicht noch einer in der Ecke in der Garage? Ich lauf mal ein Stück zurück. Der ist da noch hinter dem Häuschen, wo wir sind. Wo ist der Typ offen auf dem Feld? Ich finde den nicht mehr. Boah, ich hab 50 Schuss in den Typ reingehauen. Bei dir? Hier ist überall nur Wiese, ich sehe den nicht. Ich lauf gerade darauf zu. Ich weiß nicht, ob er vielleicht aufgestanden ist, das wäre dumm. Nee, da liegt er noch. Da ist ein zweiter noch auf dem Feld, Hendrik. Auch da. Scheiße, hier ist was los. Ich bin jetzt genau an seiner Leiche. Ach, das bist du. Das war Hendrik. Okay, ja, der ist gerackt heute, alles cool. Das war ich. Anni, kannst du mal kurz gucken? Ich muss mir kurz einmal eine Dose muss ich futtern. Ja. Ich bleib hier, ich guck, ich weiß nicht, was macht der Typ denn da, der jetzt ist. Ich geh mal hier über die Mauer schon. Soll ich ihn jetzt Banzai machen oder? Warte, nein. Ich guck einfach so um die Ecke, ich guck Richtung Eingang. Wo ist er denn jetzt? Der war zuletzt bei der Garage. Der ist genau hinter, der ist am Panzer, da genau dahinter in dem Todesex sitzt, auf dem Schrotthaufen. Ah, okay, dann weiß ich genau, wo er ist. An dieser Waschmaschine. Wenn jetzt sonst jemand mehr da ist, kann ich um diese Ecke da rum jetzt, ja? Der guckt da gerade hin, ja. Wenn du magst, ja. Attitude, surrender, and you live. Wollen wir die andere Seite bist du deutsch? Dann gib auf, du kannst überleben. Warte, da spielt. Will er jetzt aufgeben? Willst du aufgeben? Ja, ich habe jetzt voll sein Ding im Blick. Aha, ich geh mal kurz
And you English? Nicht schießen, nicht schießen, er spricht, er spricht. When you surrender, you live. You live. Breath F2, breath F2 and step 4. F2, surrender. Er will aufgeben. You are alone? You are alone? Was ist das denn jetzt hier? Knallt den weg und fertig. Nein, wenn er aufgeben will. Na, wenn er aufgeben will, lass ihn. Hat er jetzt aufgegeben? You are alone. You are alone. Yes, I am alone. I'm alone. Okay, okay. Breath F2 and step 4. Moment, wer ist jetzt hin zu der anderen Leiche gegangen? Ich bin da hingegangen, ich wollte die Namen gucken, aber ist schon weg. Hat er jetzt die Animation stand gemacht? Up and breath F2. Breath F2. Okay, er ist im Todeseck. Er hat Hands up gemacht. Okay. You are not die. We are friendly. But. friendly. Haben die ja weggemäht. Or did you have a grenade? Because I heard a grenade and I instantly assumed that you were trying to kill us. Außerdem haben wir die Yeah, we threw the grenade. Please drop your complete gear. Ja, lass ihn doch sein Zeug. Concrete. Er soll nur seine Waffe droppen, den Rest kann er ja behalten. I'll do it here so you can see better. Ich schmeiße eine Granate. Oder ich will sein Helm, Mann. Drop your completely gear. Stop. Yep, I will. Drop your completely gear. Ich will nur sein Helm, der ist cool. Das kann er behalten. Er will seinen Helm nicht droppen. Drop your helm. Your ghillie hat too. Oh, yeah. I will you face mask. Das sieht total bescheuert aus. But you become Baklava. Balaklava. What's that? What do you mean? Oh, er hat eine Muse mit einem Ding. Clava. Please, on the crown. Ich hab ihm schon seinen Tarnung geklaut von seiner Muse. Also ein Acker. Der andere hat da auch eine AK-74 auf dem Feld, oder so, die hat er im Rucksack. Wer ist denn der Herr mit dem Gilly? Du, Hendrik? Ich hab jetzt den, ich hab ihm seinen Helm geklaut und seine Waffentarnung. Hendrik, guck mal! Was? Lol, da kickt jemand! Ne, ich hab'n Gilly. Da kickt, ja okay, der kickt jetzt den kompletten Server gerade, seht ihr das? Ja, das ist bestimmt aber der. Ich tu noch so viel looten, wie es geht. Ja, ich hab einen Gilly! Der hat einen Rucksack einen Gilly gehabt! Das war bestimmt der Typ, Gott. Der hat jetzt alle gekickt. Ja, das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Dann hätten die das schon früher machen müssen, aber war eine coole Aktion. Ich gesehen, ich hab einen Gilly an. Nein, Daisy. Nur der Typ hat jetzt sein gesamtes Loot. Da liegt da jetzt. Hendrik, du hast den Gilly-Kopf? Ich hab einen Gilly.